Immer wieder werden Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg in Duisburg gefunden. Dann heißt es, wenig Zeit, sehr viel Organisation. Ein Team aus verschiedenen Experten kommt zusammen, um die Entschärfung zu organisieren. Der Entschärfungsplan wird besprochen. Entschieden wird, wann die Bombe entschärft oder kontrolliert gesprengt wird. Die Evakuierungs- und Sicherheitszonen werden bestimmt. Auf unterschiedlichen Wegen wird über den Bombenfund informiert. In den sozialen Medien, per Radio, App oder Lautsprecherwagen. Je größer die Bombe, desto größer der Evakuierungsradius. Alle Menschen müssen den Evakuierungsbereich verlassen. Es kann etwas dauern, bis alle in Sicherheit sind. Personen müssen ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Wer nicht bei Familie oder Freunden unterkommt, kann einen Aufenthaltsort aufsuchen. Andere müssen den Krankentransport in Anspruch nehmen, da sie ihr Zuhause sonst nicht verlassen können. Nicht nur Wohnungen und Häuser müssen verlassen werden, auch Straßen und Gebäude. Ganze Straßen oder Autobahnen werden gesperrt. Es kommt vor, dass Krankenhäuser, Kitas oder Schulen in der Evakuierungszone liegen. Bei den Abläufen sind wir auf eure Mithilfe angewiesen. Alle müssen an einem Strang ziehen und sich an die Regeln halten. Helft gerne euren Mitmenschen. Jetzt wird alles noch einmal kontrolliert. In der Sicherheitszone darf sich niemand mehr auf den Straßen aufhalten. Fenster und Türen sind zu schließen. Jetzt kann die Bombe entschärft oder gesprengt werden. Per Lautsprecherdurchsage oder Sirene wird Entwarnung gegeben. Sperrungen werden aufgehoben und alle dürfen wieder zurückkehren. Informationen findet ihr online unter duisburg.de/bombenfund.